My name is Alex. Mein Name ist Alex. Ich bin aus Lettland. Ich bin 32 Jahre alt und lebe jetzt seit knapp 2 Jahren in Deutschland. Ich bin in eine Lebenslage irgendwann gekommen, in der ich so verloren war, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wohin ich gehen oder was ich tun sollte. Ich bin auf die Suche gegangen, um Antworten zu finden, aber ich konnte keine finden. Ich bin irgendwann tatsächlich obdachlos geworden. Und so musste ich für ungefähr 5 Tage draußen schlafen. Während dieser Woche bin ich rumgelaufen. Ich bin irgendwann in St. Georg bei einer Kirche angekommen, wo die Menschen Essen bekommen, jeden Freitag. Also Hilfe für die Obdachlosen. Und ich wusste nicht mal, dass sie Essen verteilen. Ich habe nur eines Tages einen Pastor dort gesehen und gefragt, ob ich helfen kann. Und er sagte, komm nächsten Freitag vorbei und schau, ob du mir helfen kannst. Und so habe ich angefangen, Obdachlosen zu helfen. Nach einer langen Zeit war ich glücklich, diesen Obdachlosen zu helfen, ihnen Essen zu geben, mit ihnen zu sprechen und ihre Probleme zu hören. Und ich dachte mir, das ist viel besser als das, was ich jahrelang gemacht habe. Vielleicht war das der Grund, warum ich nicht glücklich war in Lettland. Vielleicht war es das, was ich vermisst habe, nämlich Menschen zu helfen. Das ist vielleicht, was ich tun sollte. Und so hat es angefangen. Ich habe mich für die Taufe entschieden, weil ich das Gefühl habe, dass etwas fehlt, um alles zu vervollständigen. Vor einigen Monaten war meine Taufe geplant, aber es wurde aus bestimmten Gründen gecancelt. Als ich über die Absage informiert wurde, war ich ziemlich verärgert. Ich stand dort und dachte mir, ich bin nicht gut genug. An dem Sonntag, wo die Taufe gecancelt wurde, war ich so verärgert und schlecht drauf. Ich bin einfach gegangen und wollte meine Gedanken sortieren. Also habe ich mein Fahrrad genommen und bin durch die Gegend gefahren. Und ich habe gebetet und zu Gott gesprochen und Fragen gestellt. Ich erinnere mich, wie ich sagte, warum? Warum bin ich nicht gut genug? Warum hast du mich liegen lassen? Warum willst du mich nicht? Warum hast du mich alleine gelassen? Zeig mir, was ich tun soll. Ich will es vervollständigen. Und während ich mit dem Fahrrad so rumfuhr, stand auf einem Container etwas, was aussah wie ein Buch oder ein Holzstück. Und ich habe mich gefragt, was es ist. Und ich bin weitergegangen und etwas sagte mir, schau es dir an. Ich habe mein Fahrrad also umgedreht, war skeptisch und immer noch wütend. Dann habe ich diese alte Bibel genommen und das Erste, was ich gelesen habe, war Gott mit dir. Und ich weiß, mein Deutsch ist nicht gut, aber das konnte ich verstehen. Und ich habe angefangen, mich an all die guten Sachen zu erinnern, die mir widerfahren sind, wie ich einen Schlafplatz bekommen habe, wie ich meine wunderbare Freundin kennengelernt habe. Und all die guten Sachen kamen hoch. Nachdem ich also dieses Buch und diese wertvolle Botschaft, die in meine Hände gelegt wurde, gefunden habe, bin ich mehr als bereit, getauft zu werden. Und warum ich angefangen habe, Jesus nachzufolgen? Weil es so viele Zeichen gab von ihm, mir zu zeigen, was ich tun sollte. Und das war wahr. Und das war gut für mich.